Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon eine Weile nicht mehr aufgenommen habe. I'm on it. A ship who comes to muddy the light. Hm? Mhm. What can I do? It's no use. How many? Indeed. What can I do? Quietly now. Yes? Toll, jetzt hat's die Formation verhauen. Hey. Hm? I'm here. Yeah. Nothing I can do. So, der hau ihn um. Alof, bombardier ihn. Hit me again and I'll hit you back. Der noch ein Maultier tritt. So, die Heilung. Und ein Flammensiegel. Komm, tötet es. Oh, Fenrir niedrige Gesundheit, das können wir ändern. So, die heil dich. Du bist schon mal ein Phantom von dir. Hallo. Autsch. Das tut jetzt wieder weh. Certainly. As you wish. Wasted effort. Hit me again and I'll hit you back. Something you need? So, letzter weg. Gut, Alof ist verwundet. Something you need? Frisches Vitra-Kirn. Man sieht, dass die Wand hier falsch ist. Ich habe aber wohl entweder niemand mit genug Wahrnehmung. Ne. Um da durchzugucken. Hätte ich Maya oder Palegina gebraucht. Na gut. Dieser bauchige Sack aus glitzernder Seide hängt an einem dicken Spinnennetzstrang, der neben der Sammlung in die Dunkelheit hinaufragt. Are we supposed to climb into this thing? Sollen wir etwa in dieses Ding da klettern? Some kind of Vithrak Domwaiter. Perhaps we can make use of it. Eine Art Vitrak-Aufzug. Vielleicht können wir ihn verwenden. You intend to put us in this sack, don't you? Du hast vor, uns in diesen Sack zu stecken, nicht wahr? Der Sack schwankt sanft von Seite zu Seite. Du merkst ein kleines, rundes Objekt darin. Anfangs hältst du es für einen schwarzen Edelschein, aber dann bewegt er sich und die acht Augen einer faustgroßen Spinne starren dich an. Oh, hallo? Die Spinne betrachtet dich erwartungsvoll. Bring mich nach oben, was auch immer dort sein mag. Lass mich in die Tiefe hinab. Bring mich nach oben. Die Spinne huscht den Strang hoch in die Dunkelheit, während du in den Seidensack steigst. Cool, sogar animiert. Yay.
Und ja, ich fand schon immer, dass Vitrax nervige Gegner sind. Waren sie in Teil 1 schon? Okay, also, Fasina meint, eine Vitrax-Kolonie hätte sich wohl kaum so weit ausgebreitet, wenn sie nicht gute Verwendung gefunden hätte. Und Alof, oh nein. Oh, oh nein, nein, danke, nein. Indeed. Tja, man kann halt sagen, Vitrax passen ziemlich gut zum... I see you there. ...zu Vale. Oh, hier schlüpfen die Eier jetzt dadurch. Das ist nicht so gut. Nicht du, sondern Idea. That's not very helpful. That dog won't hunt. We need all hands on deck here. Me and you are about to mix. Okay, Sorti, heil dich. Das war die falsche Heilung, egal. Don't think I can pull that off. Xoti. Mist. That's embarrassing. Please did nothing. That's for my friends. This is futile. So? Okay, der Spinnenschwarm ist. Ziemlich schwer zu töten. Wir sollten es vermeiden, hier Spinnensäcke zu killen. Sisaks Nest, okay. We're not alone. If we could rest for a bit. Okay. I'd be much obliged. Hier sind Fallen, die ich nicht sehen kann, weil niemand genug Wahrnehmung hat. Das allein schon bedeutet, dass ich meine Strategie ändern muss. Ich brauche entweder Palegina oder Maya in der Gruppe. Lord a lot. How big does a spider gotta be to make this? Ja, das Licht, wie groß muss eine Spinne sein, um so etwas zu machen? I ain't going to lie, Watcher. Ich werde nicht lügen, Wächter. Everything that's happened since Gilded Vale, Deerford, Theos, Aethys getting up and stomping around.
Alles, was seit dem vergoldeten Tal passiert ist. Dürfurt, Taos. Was war Dürfurt nochmal? Ach so, ja, das zweite kleine Dörfchen. Dass Jeotas oben durch die Gegend stapfte. Ich glaube, dieser Moment war das alles wert. Nach unten deuten. Lass mich in die Tiefe hinab. Die Spinne huscht Stillstrang. Also ja, ich kann Alof durch Maya ersetzen am besten. Ach, das hier unten sieht auch nicht gerade einladend aus. Okay, da lang können wir nicht gehen. Bibliothekare. I'm here. Absolutely. Yes? What can I do? Notiz zum Kind. Wie von der leitenden Bibliothekarin befohlen, haben wir das Dorf des Kindes von jeder verfügbaren Karte entfernt. Diese Arbeit ist mühselig für unsere geheimen Agenten, aber es ist ein Dienst an der Öffentlichkeit, den wir vollbringen müssen. Manche Gräber müssen vergessen werden. Als wir ankamen, war es im wahrsten Sinne des Wortes eine Geisterstadt. Aus Erinnerungen Fantasie geformte Männer und Frauen wandelten durch die Straßen und gingen ihrem Alltag nach, ohne sich ihres geisterhaften Daseins bewusst zu sein. Selbst wenn sie durch ihre eigenen verwesenden Leichen stapften. Es herrschte gespenstische Stille, abgesehen von der Musik. Wir sind jetzt zum Dorfplatz gefolgt, wo wir das Mädchen vorfanden, ihrem Instrument spielend, das mit dem Blut ihrer Sippe verschmiert war. Sie sagte, oder besser sagt Sang, dass sie nicht kontrollieren könne und sie flehte uns an, ihr dabei zu helfen, aufzuhören. Wir versprachen es ihr. Es war nicht gerade fein von uns, ihr Vertrauen zu missbrauchen, aber nun sind ihre Talente wenigstens sicher in der Sammlung verwahrt. Verwahrt und darauf wartet, irgendwann genutzt zu werden. Okay. Yes, I'd be glad to. Ist die Frage, müssen wir da rein? Vater? Oh, ich dachte es mir schon. Die lässt Geister auferstehen. Wolfgefährte, eingebildeter Freund. Wahrscheinlich, wenn wir das verängstigte Kind töten würden, wären alle weg. Will ich aber jetzt einfach so ein verängstigtes Kind töten? Weil es von irgendwelchen Welpsychopathen eingesperrt wurde, bin ich mir nicht ganz so sicher. Real quiet now. At once. Yeah?
Ihre Einträge sollten ausgelöscht werden. Alles an seinem richtigen Platz. Das Orakel sieht alles. Vorsicht vor dem stillen Kind.